Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist was ganz Krasses passiert. Wieder mal, beziehungsweise geben wir euch heute mal ein kleines Tutorial, was sicherlich sehr hilfreich sein wird. Jetzt für Chicago, später für Dortmund, für die Leute, die eben beim GoFest mitmachen wollen, für die Leute, die Probleme haben beim Bezahlen, für die Leute, die nicht wissen, wie man ein Ticket kauft. Und wir haben gestern wirklich die ganze Nacht dran gesessen und haben uns Vorschläge angehört, Lösungen ausgedacht und sind jetzt auf einen guten Nenner gekommen, der ist eigentlich für jeden gut umsetzbar. Denn ihr seht, ich blende es hier mal ein, bei mir steht jetzt einfach dabei, bei den Events nimmt teil. Boom! Das heißt auf Deutsch, ich habe erfolgreich ein Ticket gekauft. Wie das Ganze funktioniert, das wollen wir euch heute mal zeigen, denn das ist richtig kompliziert gewesen, wenn man es so nehmen will. Ich meine, wenn man erstmal ausgelost wurde und die Möglichkeit hat, ein Ticket zu kaufen, ist das ja nicht schwer, einfach da sich durchzudrücken. Aber wenn es ums Bezahlen geht, da gibt es so massig Probleme, wenn ihr nicht gerade eine Kreditkarte habt, denn da kann man nur mit Kreditkarte bezahlen. Ich hätte es gut gefunden, wenn das auch mit PayPal geht oder so. Geht aber nicht. Ich habe auch keine Kreditkarte. Manche sagen, da kannst du an die Tankstelle kaufen, kannst dir da eine aufladbare Kreditkarte organisieren, musst dann da aufladen und kannst dann über diese Nummern dieser Karte das bezahlen. Jetzt war aber gestern keine Tankstelle mehr auf, beziehungsweise die nächste war so weit weg, da wollte ich gar nicht hin. Und wir haben jetzt einfach eine virtuelle Kreditkarte erstellt. Wie das geht, zeigen wir euch heute. Ich will jetzt erstmal hier die Aufnahme abspielen und euch mit durch den Weg nehmen. Ihr seht, da ist es kurz vor 3 Uhr, habe ich mich rangesetzt mit dem Kollegen Paiku. Ich hoffe, den darf ich hier nennen, ne? Nicht, dass er wieder komplett ausrastet. Und wir haben so lange gekämpft, dass das hinhaut, dass das klappt. So, da lädt nämlich erstmal die App. Und jetzt seht ihr, ich lasse die Aufnahme einfach abspielen, wie das gestern abgelaufen ist. Hab mich einmal verklickt, bin dann also in mein Menü, bin auf dieses Eventzeichen und da stand dann da Tickets beanspruchen. Tickets beanspruchen steht eben da, wenn ihr... Normalerweise steht ja da, du nimmst an der Auslosung teil, wenn ihr euch registriert habt. Und wenn du eben in der Auslosung gezogen wurdest, steht dann da Tickets beanspruchen. Denn dann habt ihr die Möglichkeit, welche zu kaufen. Steht dann also auch hier, du wurdest ausgewählt und kannst nun Tickets beanspruchen. Du musst die Registrierung vor dem 28.04.2019 10 PM abschließen, um dir die Tickets zu sichern. Du kannst die Tickets nur einmal beanspruchen. Wenn du andere Spieler zu deiner Bestellung hinzufügen möchtest, musst du deren Benutzernamen im Spiel angeben. Dann geht ihr also unten einfach nochmal auf Tickets beanspruchen und habt jetzt in der nächsten Zeile hier die Tage aufgelistet. Donnerstag der 13., Freitag der 14., Samstag der 15., Sonntag der 16. Das sind die 4 Tage, an denen das GoFest stattfindet. Wir haben jetzt einfach mal den Samstag genommen. Da tippt ihr also Samstag an, drückt weiter. Dann sind die verschiedenen Uhrzeiten aufgelistet, an denen ihr teilnehmen könnt. Hier steht also jetzt nur eine. Das ist also einfach. Da gibt es nicht viel zu auswählen. Einfach von 11 Uhr bis 7 Uhr. Also das ist von 11 Uhr frühs bis... Also 11 Uhr ist eigentlich Mittag. 11 Uhr mittags bis 19 Uhr ist das dann. Läuft das. Dann tippt ihr wieder weiter, kommt ins nächste Fenster und hier habt ihr jetzt also die Möglichkeit, eben für diesen 15. Juni, wie das hier in dem Beispiel ist, euch erstmal einen Eingang auszuwählen. Dann gibt es den Nordeingang, es gibt den Südeingang. Ihr müsst entscheiden, an welchem Portal ihr euch anmelden wollt und die Preise stehen auch also da. $25 für ein Ticket, $2 Servicegebühr sind also $27 plus Steuern, die kommen dann auch noch hinzu. Und ihr könnt ein normales Ticket also kaufen für $27. Oder ihr könnt den Early Access nutzen, den gibt es auch für den Nordeingang und für den Südeingang. Und bezahlt dann eben statt $27 $37. Das braucht man aber nicht. Früh schläft man nämlich noch oder ist am Frühstück machen. Also haben wir einfach den ersten genommen, den Nordeingang. Ihr könnt also bis
vier Personen auswählen. Ihr seht, bei vier Personen ist das natürlich extra teuer. Aber wir machen das Ganze mal in dem Beispiel für zwei Personen auch, damit ihr seht, wie das ist, wenn ihr noch eine andere Person hinzufügt. Ist also eine coole Sache, wenn ihr wirklich vorhabt, mit Freunden zu fahren, dahin zu gehen. Ihr könnt also, wenn einer diese Einladung hat und Tickets kaufen kann, der kann für vier Leute das wirklich machen, dass ihr mit Freunden dahin gehen könnt. Damals war das ja doof in Oberhausen, wenn man sich registriert hat, der eine hat ein Ticket bekommen und die anderen nicht. Und entweder ist er dann alleine reingegangen und hat gespielt und die anderen waren draußen, oder er hat gesagt, na komm, ich bleib lieber bei meiner Truppe und verzichte darauf reinzugehen, hat die Gruppe halt ein bisschen auseinandergerissen. Jetzt ist es so, wenn ihr eine Einladung habt und die Möglichkeit, ihr könnt einfach bis zu drei Freunde noch mitnehmen. So, das haben wir also dann hier mal gemacht, sind auf zwei, kein Problem, dann steht es nochmal zusammengefasst und gibt die jeweiligen Benutzernamen ein, um die Tickets in Frage kommenden Freunden zuzuweisen. Wir haben dich bereits hinzugefügt, steht also jetzt da, Ivar Schaf. Und ich könnte mich jetzt auch wegnehmen, warum auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Ivar Schaf steht jetzt da, ist ja der Accountname von mir noch. Und ihr könnt hier unten jetzt einen Benutzernamen noch hinzufügen. Ich habe das Ganze mal am Beispiel gemacht und habe den Benutzernamen von Pupsi hinzugefügt. Und die in das Spiel eingefügt, jetzt steht die nämlich auch mit dabei. Da habt ihr wieder die Übersicht, verbleibende Tickets 0. Wir haben ja nur zwei ausgewählt, wir wollten ja nur zwei kaufen. Beide stehen jetzt da, dahinter auch der Entfernen-Button. Und ihr drückt wieder eins weiter. Empfänger der Tickets, Ivar Schaf und Pupsi. Diese Tickets können nicht von anderen Spielern verwendet werden. Weil viele auch gesagt haben, hey, wenn du Tickets kaufen kannst, du kannst ja mir dann auch ein Ticket mitkaufen und gibst mir das einfach. Das funktioniert aber nicht so einfach, denn die sind an die Accounts wirklich gebunden. Außer wenn ihr natürlich jetzt mit den Leuten gut befreundet seid und habt Hyperfreunde oder beste Freunde, dann könnt ihr die mit eintragen, wenn ihr sie kauft, was aber eine ziemlich schwierige Sache ist, denn wenn ihr euch da 10 Tickets kaufen würdet und wollt dann 9 Stück wieder verkaufen und ihr bleibt drauf sitzen, das wäre ja richtig mies. Also versucht einfach normal euch einzudecken, eure Kumpels, wo ihr sicher seid, dass das alles passt. Dann geht man also wieder auf Weiter, dann kommt man nämlich auch zu den Zahlungsmodalitäten. Steht nochmal alles da, auch die E-Mail, an die Bestätigung dann geschickt werden soll. Ich glaube, die habe ich nochmal umgeändert, genau, weil das ist die vom Spiel. Ich brauche aber meine Hauptadresse, habe die dann eingegeben, Ramses9. Damit ich auch die E-Mail mitkriege überhaupt, wenn da irgendwas passiert und irgendwas da angeschissen kommt, dann müsst ihr euch natürlich noch durch die Nutzungsbedingungen klicken, beziehungsweise einfach zwei Häkchen setzen. Wenn ihr die Häkchen gesetzt habt, könnt ihr dann also zahlungspflichtig bestellen. Jetzt seht ihr dieses Fenster mit der Zahlung, das sehr verwirrend aussieht und hier ging es nicht weiter. Wenn man hier drauf gedrückt hat, man wusste nicht, was gibt man jetzt ein, man hat gesehen, man kann nicht bezahlen, man braucht eine Kreditkarte und daran ist es gescheitert die ganze Zeit. Und wir haben dann also eine Kreditkarte angelegt und obwohl die Kreditkarte angelegt war, war nach Eingabe der Daten immer eine Fehlermeldung da. Und die Fehlermeldung hat besagt, dass die Karte nicht genutzt werden kann oder ein Fehler aufgetreten ist und es hat alles abgebrochen und im Endeffekt hat es dann drei verschiedene Einzahlungen auf die Kreditkarte gebraucht, bis das endlich gegengerechnet war und ausgereicht hat, um diese Zahlungen zu tätigen. So, ihr habt die Möglichkeit dann, wenn ihr euch eine virtuelle Kreditkarte erstellt habt, dass ihr die einfach abscannt, weil ihr habt die das dann da drauf irgendwie, ihr habt das als App, könnt ihr das auch drauf machen oder ihr schreibt einfach die Zahlen per Hand rein, die ihr auf eurer virtuellen Kreditkarte habt. Zeige ich euch dann auch noch die virtuelle Kreditkarte. Müsst also da eure Nummer eingeben von der Karte, dann habt ihr Monat und Jahr, da ist immer im Prinzip noch ein Datum mit drauf. Links in der unteren Ecke, in der rechten unteren Ecke ist CVC, wofür das genau steht, weiß ich nicht. Sind aber auch drei Zahlen, die ihr dann braucht, die ihr nutzen könnt. Und dann haben wir noch das Feld SIP. SIP ist sozusagen die Postleitzahl, ist euer Postcode, da gebt ihr einfach eure Postleitzahl noch ein. 98646 wäre das in dem Fall hier von Hildburghausen. Und dann steht natürlich auch schon der Betrag da. $60,48 bezahlen.
So, dann lädt das und lädt und lädt. Und dann plötzlich, bam, fertig, Eiverscharf. Wir freuen uns auf dich. Innerhalb der nächsten Minuten solltest du eine Bestätigungs-E-Mail an ramses9@gmx.net erhalten. Die Bestell-ID steht noch da, Bestelldetails stehen auch da. Nochmal der Eingang, nochmal das Datum, nochmal die Uhrzeit. Und so hat das jetzt also geklappt. In den 10 Beispielen davor hat es nicht geklappt. Da kam genau da immer die Fehlermeldung, was im Endeffekt daran lag, dass nicht genügend Geld auf der Kreditkarte war. Denn um die freizuschalten, haben wir erstmal 4,50 Euro draufgeladen. Das war der Mindestbetrag, den man auf das Konto laden musste, um eine Kreditkarte zu erstellen. Dann haben wir noch so viel hinzugefügt, dass es ausreichen sollte. Aber es haben im Endeffekt genau 31 Cent gefehlt, die ich noch aufladen musste. Und um die aufzuladen, musste ich aber nochmal 4,50 Euro auf die Kreditkarte laden. Weil die Umrechnung schon wieder, der Kurs irgendwie schon wieder anders war, das nicht hingehauen hat, man die Seite mir dann selbst angegeben hat, wie es umgerechnet wird und wir das zurückgerechnet haben und es eben genau 31 Cent waren, die gefehlt haben. Du nimmst teil. Das war dann wichtig, dass das da stand, denn dann wusste man, es hat alles geklappt. Ihr seid jetzt bereit, ihr habt euer Ticket gekauft. Ich habe dann auch noch in die E-Mail reingeguckt. Da habe ich die Bestätigung dann auch nochmal gehabt, auch nochmal gesehen. Also, richtig gute Sache auf jeden Fall. Das hat alles funktioniert. Und wir wollen jetzt nochmal kurz schauen, wie wir also diese virtuelle Kreditkarte erstellt haben, damit ihr eben dieses Ticket überhaupt bezahlen könnt, beziehungsweise dann für Dortmund, wenn ihr nach Dortmund wollt, wenn die dann nichts anderes geändert haben und ihr immer noch das über die App genau so machen müsst und ja, dass ihr da Bescheid wisst. So, ich versuche das jetzt nochmal aus dem Kopf irgendwie zusammenzukriegen, wie das war. Ich empfehle euch auf jeden Fall die Seite netteller.com. Genau, .com war es auf jeden Fall, netteller oder netteller.com. Da geht ihr hin und da erstellt ihr euch erstmal ein Konto, da meldet ihr euch an. Müsst natürlich euer Namen, Wohnort, Alter und so weiter alles angeben, dass ihr da ein Konto habt. Und das ist dann im Prinzip wie ein virtuelles Bankkonto, was ihr geschaffen habt, auf dem ihr Geld einzahlen könnt. Jetzt habt ihr, wenn ihr da auf Geld einzahlen geht oder stehen euch verschiedene Sachen zur Auswahl, Giropay oder irgendwelche diversen Banken, normale Überweisungen per Bankkonto. Richtig gut wäre es gewesen, wenn da auch PayPal dabei gewesen wäre, denn das geht fix. Da hättet ihr einfach über PayPal euch da fix Geld draufgeschickt, war leider nicht dabei. Jetzt haben wir die einzig sinnvolle Möglichkeit genommen und haben eine spezielle Bank ausgewählt, die Auslandsüberweisungen tätigt und das relativ fix. Dass das Geld eben auf eurem Netteller-Konto erschienen ist und über diese andere Bank getätigt wurde, sodass ihr dann mit dem Guthaben, was ihr bei Netteller habt, eine virtuelle Kreditkarte bei Netteller erstellt und mit diesem Guthaben, was der Karte zugewiesen wird, bei Niantic bezahlen könnt. Denn die virtuelle Kreditkarte hat ja dann ihre eigene Nummer und ihren CVC-Code und dieses Datum. Diese Zahlen, die wichtig sind, die ihr braucht, die findet ihr nur auf einer Kreditkarte. So, die Bank, die wir in dem Beispiel genommen haben, war die Klarna Bank. Also wir haben mit Klarna Überweisung dann Geld auf dieses Netteller-Konto geschickt. Wenn ihr Klarna Überweisung nehmt, dann möchte es eure Bankdaten, das klingt alles so richtig illegal, ihr gebt da auf jeden Fall eure Bankdaten ein, den Wert, den ihr darauf laden wollt, dann tätigt das für euch die Überweisung und zieht von eurem normalen Bankkonto über die Klarna Überweisung das Geld zu dem Netteller-Konto hinzu und ihr müsst gucken, wie teuer eure Karten sind, wie viel ihr da braucht, damit ihr eben den entsprechenden Betrag schon rüber schickt, dass auch genügend da ist. Da ist immer noch eine Bearbeitungsgebühr dabei und alles, also richtig komisch, richtig kompliziert. Ihr müsst aber auf jeden Fall auf Geldeingänge, nehmt Klarna-Überweisung, meldet euch da mit euren Bankdaten an, den Wert, den ihr drauf haben wollt, guckt am besten nach. Im Internet gibt es ja verschiedene Währungsumrechner, dass ihr auch den richtigen Betrag habt. Wenn ihr das dann gemacht habt, erscheint oben links in eurem Konto der Betrag, der nun auf eurem Netteller-Konto vorhanden ist.
Dann wählt ihr den Punkt aus, Net plus Karten, was ihr am Rand seht. Und habt ihr jetzt auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt dann nämlich eine Kreditkarte beantragen, die euch zugeschickt wird, die ihr in der Hand halten könnt, wo dann euer Geld drauf ist. Wir wollen ja aber sofort handeln und sofort über das Geld verfügen und wir wollen keine Plastikkarte. Also wechselt ihr oben den Tab auf virtuelle Kreditkarte und könnt im nächsten Fenster jetzt erstellen eine virtuelle Kreditkarte. Der könnt ihr einen eigenen Namen geben. Ich habe es einfach Pogo Card genannt. Und ihr könnt ein Limit festlegen, wie viel mit dieser Kreditkarte ausgegeben werden darf. Ich habe mal 100 Euro eingegeben. Sprich, wenn ich jetzt 1000 Euro auf dem Netteller-Konto hätte und ich würde für 300 Euro was bezahlen wollen, dann würde es von dieser Kreditkarte nur 100 Euro nehmen und die ist dann vernichtet. Die existiert dann nicht mehr, die ist dann weg. Ihr könnt dann immer eine neue Karte anlegen mit einem bestimmten Wert, der damit bezahlt werden soll oder bezahlt werden darf. Das klingt auch schon wieder richtig kompliziert. Auf jeden Fall geht ihr also auf Net plus Karten, legt eine virtuelle Kreditkarte an, gebt ihr einen Namen, die erscheint dann auch oben rechts am Bildschirmrand. Da seht ihr auch die Nummer, die ihr dann eingeben müsst eben bei Niantic, bei der Zahlungsweise. Ihr seht links unten das Datum dran, was ihr eingeben müsst. Ihr seht rechts unten die CVC-Nummer dran, die ihr eingeben müsst. Und ja, das sind eigentlich schon alle Sachen gewesen, denn diese Nummern sind spezifisch dafür, wenn das Geld auf dem Konto drauf ist, kann das eben mit dieser Karte, über diese Nummern, die auf dieser Karte stehen, woanders ausgegeben werden. Das hat dann geklappt, beim dritten Versuch leider erst 20 Mal der Fehler, wie gesagt. Dann haben wir gesehen, es waren 56 Euro auf dem Konto. Und es wollte 56,31 Euro abziehen, wurde abgelehnt. Die Zahlung an Niantic wurde abgelehnt, weil eben 31 Cent gefehlt haben. Und ja, so mussten wir noch 31 Cent aufladen, was nicht ging. Also musste man nochmal 4,50 Euro aufladen. Es hat uns dann auch da eine Umrechnungszahl angezeigt. Wie viel das jetzt also ist, Euro und Dollar umgerechnet, waren wieder ganz andere Werte, als man im Netz gefunden hat. Aber mit ein bisschen Hin- und Her-Tüftelei kriegt man das sicherlich zusammen. Und so ging die Zahlung raus an Niantic, so kam die Fehlermeldung nicht mehr in der App, sondern die Kreditkarte wurde genutzt, um diese Karten zu kaufen. Ist aber auf jeden Fall eine gute Seite. Bin ich froh, dass der Paiko mir das gezeigt hat und dass es diese Möglichkeit gibt, eben so eine virtuelle Kreditkarte zu erstellen, ein Konto zu erstellen, da Guthaben drauf zu laden, sobald man Guthaben hat, eine Kreditkarte erstellen zu können. Ich glaube, zwischendurch musstet ihr euch noch verifizieren. Da könntet ihr aber auch, wenn ihr euch die App runterladet auf euer Handy, könnt ihr einfach kurz euren Ausweis abscreenen und euer Gesicht, damit er sieht, dass genau ihr das seid und kein anderer da Zugriff drauf hat. Muss aber, glaube ich, nicht sein. Ich glaube, das geht auch ohne, erst ab einem Betrag, wenn man über 150 Euro einkaufen will und über 150 Euro auflädt, dann muss das verifiziert werden. Darunter bei kleineren Sachen, bei kleineren Einkäufen ist das, glaube ich, nicht so wichtig. Schadet aber trotzdem nicht, wenn man das macht, habe ich auch gemacht, habe mir die App runtergeladen, obwohl die App richtig behindert aussieht. Habe den Rest einfach wirklich nur am PC gemacht, habe mir da meine Nummer eingespeichert, habe mir das abgespeichert, habe mir das als Vorlage und das aufgelassen. Und jetzt weiß ich also, wenn Dortmund kommt und es da genauso laufen würde, ich habe schon meine Kreditkarte bei Netteller angelegt. Ich kann da einfach dann wieder Geld draufladen, um Niantic damit zu bezahlen. So. Ich glaube, das geht hier gerade ewig und die Leute haben schon den Faden verloren und sind verwirrt und wissen das jetzt gar nicht so umzusetzen. Aber probiert das mal aus. Wenn ihr sowas macht, erstellt euch einfach mal eine Kreditkarte dort. Vielleicht könnt ihr die irgendwann trotzdem nutzen oder eben dafür, wenn ihr das machen wollt. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Das Ticket ist da. Was man damit macht, weiß man nicht. Und ja. Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Ich blicke überhaupt nicht. Ich habe mich ja trotzdem damit
10, 12, 15 Accounts von, also wir haben verschiedene Accounts durchgemacht, haben die alle angemeldet, aber dass gerade der Hauptaccount ein Ticket bekommen kann, das ist natürlich Glück. Ich hoffe, bei Dortmund ist das dann auch so, nicht, dass gerade bei Dortmund man leer ausgeht, das wäre richtig mies. Aber das sehen wir dann natürlich. Wie gesagt, ihr habt auch die Möglichkeit, einen Hyperfreund mitzunehmen oder einen besten Freund. Beste und Hyperfreunde könnt ihr angeben in der Liste. Das ist halt gut gelöst. Das sieht man, dass die Freunde immer mehr Funktionen haben und Vorteile. Und ja, das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Ich muss nämlich fix noch was anderes schneiden und dann noch essen gehen und noch einen Film gucken heute, den ich die Tage schon mal geguckt habe, der aber so genial war. Das Spiel heißt der. Vielleicht werde ich auch da noch ein kleines Review dann machen, morgen oder so, je nachdem wie ich Zeit habe. Guckt ihr mal, ob ihr das hinkriegt und sagt mal, habt ihr eine Einladung bekommen? Also könnt ihr Tickets kaufen für das Chicago Go Fest? Könnt ihr es nicht? Habt ihr euch eingetragen? Habt ihr es nicht? Was geht bei euch so ab? Schreibt es mal in die Kommentare. Hier habe ich noch 3 Eisbonbons vom Marco, immer noch von gestern, habe ich noch nicht gegessen, kann ich ja jetzt noch machen. Und das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, bis dahin wieder. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.